Ich bin Nico von Toxic FM und der neue WM-Song ist draussen. Wir gehen jetzt auf die Straße und schauen, kennen die Leute den WM-Song überhaupt schon? Und gesungen ist er nämlich von Jason Derulo und uns hat Wunder genommen, ob jeder weiss, wie der Jason Derulo wirklich aussieht. Kennst du schon den neuen WM-Song? Nein. 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 Ist der, der hier läuft? Von wem ist er? Ich wollte jetzt gerade sie fragen. Kennst du es? Jason Derulo oder so. Genau! Sagt dir Jason Derulo etwas? Ja, schon. Das Gefühl, du wirst ihn erkennen. Vom Schauen? Ja, wie er aussieht. Mal schauen, ob du herausfindest, wer der Jason Derulo ist. Okay. Er. Oder er. Keine Ahnung! Es ist einfach ein Ratespiel für mich. Was würdest du sagen? Ja. Das ist entweder der oder der andere. Ich muss jetzt einfach sagen, der, weil ich habe den anderen ausgeschlossen. Der da? Ja. Ist richtig! Super! In der Stadt St. Gallen hatte ich Mühe, um herauszufinden, wer der Jason Derulo ist. Jetzt sind wir hier bei Toxic FM, bei Musikexperten. Jetzt wollen wir schauen, ob sie ihn erkennt. Was sie aber nicht wissen, Jason Derulo ist gar nicht mehr unter den Bildern. Wer von denen ist der Jason Derulo? Er ist mal nicht, das ist der Chris Brown. Jetzt. Ja, ihr habt einfach auch alle genommen, die genau gleich aussehen. Nein, der ist es, der ist es. Er? Ist falsch. Ja gut, dann er. Ist auch falsch. Ich würde fast behaupten, es ist keiner von diesen zwei. Weil ich kenne jetzt zwar nicht meinen Namen, aber die sehen eindeutig nicht aus wie der Jason Derulo. Ob im Toxic FM Studio oder in der Stadt St. Gallen, der neue WM-Song kommt gut an. Und bis zu der WM geht es ja noch ein paar Tage. Bis dann kennen sicher alle den Song und wissen, wie der Jason Derulo aussieht.